Hallo und willkommen zurück. Wir werden uns heute den Kreissektor anhand von einem konkreten Beispiel genauer ansehen. Unser Beispiel lautet: Gegeben ist ein Kreis mit R ist gleich 3 cm und Alpha ist gleich 120 Grad. Berechne den Umfang und Flächeninhalt des farbigen Kreissektors. Runde das Ergebnis auf 2 Nachkommastellen. Wir sollen uns daher den Umfang und den Flächeninhalt dieses farbigen Kreissektors berechnen. Die Formel für den Umfang lautet U ist gleich 2 mal R plus B. Wir wissen zwar nun, was R ist, jedoch wissen wir noch nicht, was die Bogenlänge B ist. Die Bogenlänge sehen wir hier. Daher müssen wir uns zuerst die Bogenlänge berechnen. Die Formel hierzu lautet B ist gleich R mal Pi mal Alpha durch 180. Nun setzen wir für R 3 und für Alpha 120 ein und erhalten eine Bogenlänge von rund 6,28. Unser Radius ist in Zentimeter gegeben und bei der Bogenlänge handelt es sich um eine Länge. Daher ist unsere Bogenlänge 6,28 cm. Nun können wir mit unserer Umfangsformel weiterarbeiten. Wir können nun in die Umfangsformel für R 3 und für B 6,28 einsetzen und erhalten einen Umfang von rund 12,28. Auch der Umfang ist eine Länge, daher beträgt unser Umfang 12,28 cm. Abschließend der Flächeninhalt. Die Formel hierzu lautet A ist gleich R zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360. Wir setzen für R 3 und für Alpha 120 ein und erhalten einen Flächeninhalt von rund 9,42. Da der Radius in Zentimeter gegeben war, beträgt unser Flächeninhalt 9,42 Quadratzentimeter. Der Umfang beträgt somit 12,28 cm und der Flächeninhalt 9,42 Quadratzentimeter. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und wir sehen uns beim nächsten Mal erneut.